Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Projektcast. Diesmal fahren wir mit der C1-Klasse. Straßenfahrzeuge C1-Klasse. In der C1-Klasse fahren. AMG Mercedes. AMG 45, glaube ich, Mercedes 45, A 45 AMG. Gegen den BMW 1 Coupé. Und den Mitsubishi Lancer Evolution FX400, glaube ich, heißt er. Der fährt jetzt auch direkt hier vor uns. Frontriebler, Heckriebler und Allradler. Ich habe aber leider auch eine traurige Nachricht eigentlich für euch Fans von Projekt Gas. Das Spiel wird nochmal verschoben auf Mitte Mai. Ja, persönlich, ja, ich sag da schon. Ich sag schon immer, ja, das Spiel kommt nie raus, wenn die so weitermachen. Aber ich denke mal persönlich so, ja, im Juli, sowas spätestens, wenn wir das Spiel haben. Da kommt der Allradler hier weit raus. Wir haben einen Platz gewonnen. Schon wieder auf Position 9. Jetzt sind wir hinter Mercedes. Dann bremst er uns fast aus. Dann müssen wir außen dran vorbei. Den BMW hier vorne, den fahren wir übrigens auch. Fahren auch einen BMW 1er Coupé. Das N-Coupé sozusagen. Jetzt sind wir schon auf Position 6. Da hat der BMW 1er, der hinter uns war, fast sich weggedreht. Jetzt haben wir noch vier Fahrzeuge vor uns, die wir überholen müssen, um auf Platz 1 zu kommen. So, drei Fahrzeuge, wir sind schon auf Position 4. Ja, ich konnte das HUD-Layout auch leider nicht ändern. Nicht, dass ihr euch wundert, dass die Kamera jetzt meinen Tacho versperrt. Ihr müsst euch heute mal auf den Tacho da in der Mitte konzentrieren. Aber ich kann das leider nicht bearbeiten, irgendwie komischerweise heute. Weil wir ja ein Einzelspielerrennen fahren. Wir hätten uns jetzt fast da reingebremst.
Wir wären jetzt fast hinten aufgefahren. Nicht perfekt durchgekommen, aber wir sind gut durchgekommen, eigentlich relativ. Durch das Karussell. Ah, da haben wir gleich voll in die Seite reingefahren. Oh, vorne sind jetzt nur BMWs. Okay, der Mercedes hat etwas mehr Leistung. Hier zumindest im Spiel. Ich weiß es jetzt nicht, wie es in echt ist. Wer jetzt hier in echt wirklich die meiste Leistung hat. Der BMW oder der Mercedes oder vielleicht auch der Lancer Evolution mit Mitsubishi. Gut, das könnte auch wirklich Mitsubishi hier vorne sein. Das ist Mitsubishi gegen BMW. Das ist gar kein BMW gewesen hier jetzt. Heckantrieb gegen Allrad sozusagen. Ja, wir sind jetzt gleich sofort auf der Döttinger Höhe. Ja, das ist heute auch leider eine kurze Folge. Weil ich habe im Moment nicht sehr viel Zeit. Ich denke mal so, ja, Ende spätestens Ende nächster Woche werden wieder die normale Länge kommen. Aber jetzt werden erstmal kürzere und kleinere Folgen kommen. Und vielleicht am Wochenende mal vielleicht ein, da bin ich auf einer Autoausstellung, vielleicht mache ich da, schneide ich euch da auch mal ein schönes Video zurecht. Da muss ich noch mal gucken. Ich denke mal schon. Aber das wird dann erst höchstens so Montagabend reinkommen. Und vielleicht nehme ich auch noch eine Folge Assetto Corsa mal auf. Weil die haben ja jetzt auch die Nürburgring-Nordschleife drinne. Laser gescannt sogar. Aber gut, wir fahren jetzt hier auf Position 3. Aber ganz knapp. Gut. Dann sage ich mal, ja, vielleicht bis morgen, vielleicht aber auch bis übermorgen. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal eher bis morgen, weil übermorgen bin ich auf Automesse. Ja, dann bis morgen. Alles klar, bis morgen.